In diesem Video gebe ich euch drei Tipps für euer persönliches Wärmepumpenprojekt, wie ihr einen qualifizierten Handwerker finden könnt. Also einen Handwerker, der sich eben auch mit der Planung und Montage von Wärmepumpen auch wirklich fachlich auskennt, dass euer Wärmepumpenprojekt auch wirklich erfolgreich umgesetzt werden kann. Und die drei Tipps, die kommen jetzt. Mein Tipp Nummer 1, der ist schon anzuwenden in der ersten Angebotsphase oder in der ersten Anfragephase für eine Wärmepumpe, also der Erstkontakt zu einem Handwerker. Hier könnt ihr direkt schon nach möglichen Referenzen fragen. Also lasst euch von dem Handwerker oder dem Installationsbetrieb doch einfach ein paar Referenzen mal zeigen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Und ein Handwerker, der schon einige erfolgreiche Wärmepumpenprojekte umgesetzt hat, wird hier sicherlich Referenzen sogar schon auf seiner Internetseite ein bisschen aufbereitet haben. Oder er hat für euch ein paar Fotos und oder eine Fotodokumentation von bestehenden Anlagen. Oder er kann sich möglicherweise sogar per Fernaufschaltung auf eine Beispielanlage mal aufschalten und euch mal die Effizienzen und die Laufzeiten und die Jahresarbeitszahl zum Beispiel mal vorführen, wie so eine Anlage auch effizient betrieben wird. Im Idealfall hat er sogar eine funktionierende, laufende Anlage in seiner Ausstellung oder in seinem Betrieb, womit er sein eigenes Büro vielleicht auch heizt. Das ist ja eine funktionierende Anlage, die man sich auch gut besichtigen kann. Und natürlich das absolute Nonplusultra, und da könnt ihr auch jederzeit nachfragen, ob es vielleicht möglich ist, mal eine bestehende Musteranlage oder bei einem Referenzkunden eine Anlage zu besuchen. Also eine Anlage bei einem echten Kunden des Handwerkers, die wirklich schon mal umgesetzt wurde, ob man sich das einfach mal angucken kann. Das hat nicht jeder Handwerker, deswegen seid nicht jedem gleich böse, wenn das nicht so ist, weil auch nicht jeder Endkunde das gleich möchte, dass da andere Leute sich die Anlage anschauen. Deswegen, aber manchmal oder oft schaffen es Handwerker, hier vielleicht mal auch eine Referenzanlage zu benennen und dass man dort auch mal besuchen kann, um sich das anzuschauen. Fragt einfach mal danach. Aber wie gesagt, diese Referenzanlage beim Kunden wäre jetzt nicht das Ausschlusskriterium, wenn er euch das nicht benennen kann. Es hat auch einfach was mit dem Endkunden zu tun, ob er überhaupt bereit ist, solche Anlagen bei sich zu Hause zu zeigen. Ja, dann kommen wir mal zu meinem zweiten Tipp. Auch das ist in der Angebotsphase. Lasst euch, wenn ihr von dem Handwerker eine Anlage planen lasst, euch auf jeden Fall auch die Jahresarbeitszahlberechnung und auch die Schallemissionsberechnung mal aushändigen. Das sind eigentlich wesentliche Berechnungen, die im Planungsprozess einer Wärmepumpe durchgeführt werden müssen. Und wenn ihr euch die einfach ohne weiteres aushändigen kann, oder zumindest euch die Möglichkeit macht, dass er das aushändigen könnte euch, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass er die wesentlichen Planungsschritte einer Wärmepumpe auch beherrscht und euch hier natürlich auch die Dokumente zur Verfügung stellen kann. Gerade was die Angebotsphase angeht, haben wir schon mal ein Video gemacht, wo wir euch gezeigt haben, ja, was muss eigentlich alles in einem qualifizierten Angebot enthalten sein. Wir haben auch Angebote miteinander verglichen. Schaut euch da gerne das Video zu an. Unten in der Beschreibung hier haben wir das nochmal verlinkt, wo man nochmal so ein Angebot auch nochmal prüfen kann auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, auf, dass das inhaltlich überhaupt erstmal stimmig ist, ob die Angaben drin sind, die zu so einem Angebot eigentlich gehören. Ja, und wie eben schon gesagt, Jahresarbeitszahlberechnung zum Beispiel mal machen lassen. So, und jetzt komme ich noch zu meinem dritten Tipp, und das ist eine deutschlandweite Karte. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das, was ihr hinter mir seht, ist unsere deutschlandweite Heizreport-Map mit Partnerbetrieben, die Heizreport für die Planung und Errichtung ihrer Wärmepumpen nutzen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ihr seht hier wirklich, das sind hunderte Betriebe in ganz Deutschland gelistet. Darunter sind SHK-Betriebe, Elektriker, Kältebaufirmen, Ingenieurbüros, Energieberater, und die stehen euch in ganz Deutschland zur Verfügung für euer Projekt vor Ort. Alle Betriebe, die hier gelistet sind, haben schon viele Projekte mit Heizreport geplant, haben damit also auch eine gewisse Planungsexpertise, die damit hintergelegt ist. Außerdem sind viele, viele von diesen Betrieben, mehr als 100 Betriebe, direkt von Marco und von mir ausgebildet worden. Es sind Sachkundige für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645 und haben von uns diese Sachkundeschulung bekommen. Außerdem sind alle diese Betriebe, die hier gelistet sind, direkt mit Marco und mit mir vernetzt, denn alle 6 Wochen findet mit diesen Partnerbetrieben ein Netzwerktreffen statt, wo wir uns
über Erfahrungsaustausch unterhalten, über Neuerungen, über die Berechnung, über die Auslegung und Planung der Wärmepumpen. Das heißt, schaut gerne hier in unsere Map mal rein. Ich kann ja mal so einen Beispielbetrieb mal aufmachen. Marco, sein Betrieb müsste ja hier eigentlich auch gelistet sein. Das ist Maurischat, das ist auch ein guter Betrieb aus Löhne. Und hier ist Firma Koch, das ist zum Beispiel die Firma von Marco, die natürlich hier auch gelistet ist. Und genauso findet ihr hier auch hunderte weitere Betriebe. Schaut da gerne einmal rein. Die Heizsupport Map habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da findet ihr auch zuverlässige Partner. Ich hoffe natürlich, dass euch meine drei wertvollen Tipps geholfen haben für die Auswahl eures Handwerksbetriebes. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem persönlichen Wärmepumpenprojekt. Bis bald und ciao.